So Freunde, erstmal hallo und herzlich willkommen hier zum neuen Video. Wir schauen uns heute mal einen Mähroboter an, der ohne Begrenzungskabel klarkommt, und zwar den Luba 2 von Mamotion. Luba 2, es gab schon eine erste Generation und selbst um die erste Generation gab es einen Mega-Hype. Wir gehen in diesem Video mal der Frage nach, ob der Hype überhaupt gerechtfertigt ist, wie gut der Luba 2 sich schlägt, und wir machen mal einen richtigen Härtetest, auch kritisch. Ihr wisst es, ich mache nicht irgendwelche Werbevideos. Ich teste die Sachen wirklich und möchte auch meine ehrliche Meinung am Ende des Tages preisgeben. Bevor wir jetzt ins Video reinstarten, erstmal noch ein ganz herzliches Dankeschön an die Firma Mamotion, die mir diesen Luba 2 hier für das Video, für den Test kostenlos zur Verfügung gestellt haben. Deswegen kennzeichne ich das Ganze hier auch als Werbevideo. So, genug geschnackt jetzt fürs Erste. Wenn ihr wissen wollt, was es hier mit auf sich hat, dann bleibt einfach dran. Viel Spaß mit dem Video. Ja, vorab ein paar Worte zum Aufbau, zur Installation. Wir haben hier zu zweit maximal eine halbe Stunde gebraucht. Wir haben allerdings ja auch noch so eine Natursteinplatte eingebaut, die hier für die Basis ist. Die haben wir nachher noch verschraubt. Und wundert euch nicht, wir haben die ganze Station und die Basis auch nachher nochmal verstellt. Dazu später mehr. Und ja, super einfach vom System her. Man steckt das alles nur zusammen. Das ist wirklich auch ganz gut beschrieben. Dazu gibt es auch viele Aufbauvideos, die auch immer sehr hilfreich sind für alle Leute, die keine Aufbauanleitungen durchblättern wollen, so wie ich zum Beispiel. Ein Wort noch zur Verpackung: war wirklich alles vorbildlich verpackt und so ist das Ganze auch wirklich komplett unbeschädigt bei uns eingetroffen. Ja, warum braucht der Luba jetzt hier keine Begrenzungskabel? Ganz einfach, über die RTK-Antenne, die ihr hier gerade auch seht, empfängt der Luba GPS-Daten, die ihm das Navigieren ermöglichen. Sollte der Empfang unter Bäumen mal schlechter sein, navigiert er mit Hilfe der verbauten Kameras und Sensoren. Das ist nämlich ein großer Vorteil von dem Luba. Der fährt nämlich eben nicht chaotisch über die Flächen, also nutzt nicht das Chaos-Prinzip, sondern fährt hier das Ganze in Bahnen ab. Ihr könnt hier Muster fahren und mit dem nächsten Update sind, glaube ich, sogar auch Schriftzüge im Rasen möglich. Also total verrückt, was da alles möglich ist. So, dann wird der Mäher hier nur noch angeschlossen und er fängt dann an zu laden. Sollte er nicht laden, dann befindet er sich in einem Transportmodus, den kann man deaktivieren. Das ist ein bisschen kompliziert, dazu gibt es aber ein Video, das verlinke ich euch auch mal in der Beschreibung. So, im Zuge der Installation haben wir hier nochmal die ganze Fläche abgesandet, und zwar mit Quarzsand 0 bis 1 mm. Wir haben hier 500 Kilo auf die 60 Quadratmeter verteilt. So, vielleicht ein paar technische Details. Der Mäher hat ein Gewicht von 18,6 Kilogramm. Gott sei Dank hat die Firma Mamotion hier mitgedacht und hat hier so Handgriffe eingelassen, sodass man den Mäher wirklich gut und einfach anheben kann. Ihr könnt den Mäher mit Wasser reinigen, das finde ich besonders gut. Der ist nämlich IPX6 Strahlwasser geschützt. Das heißt, ihr könnt ihn auch von unten reinigen. Dort ist nur ein Symbol, dass ihr bitte keinen Hochdruckreiniger verwendet. Ansonsten könnt ihr hier wirklich so einen Gartenschlauch nehmen. Also von der Reinigung wirklich super einfach, sollte man ab und zu mal machen, weil sich unten dieses Mähwerk sonst zusetzt mit Erdresten oder auch mit Grasresten. Dann fangen die Teller an zu schleifen, dann wird auch das Mähgeräusch lauter. Deswegen einfach ab und zu mal durchbrausen und dann ist das eine ganz einfache und schnelle Nummer. Was natürlich auch richtig genial ist, dass wirklich alle Räder angetrieben werden. Also wir haben hier ein Allradsystem, das macht den ganzen Mäher natürlich super geländetauglich. Wo wir gerade beim Thema Geländetauglichkeit sind, achtet mal hier auf die Stoßdämpfer. Ist natürlich auch nochmal ein super Vorteil. Des Weiteren ist die Vorderachse ja komplett beweglich gelagert. Also auch bei kleineren Unebenheiten kann der Mäher das wirklich super und problemlos ausgleichen. Ja, was wirklich ein Riesenvorteil gegenüber anderen Mähern ist, sind wirklich diese Omni-Räder. Also das habe ich hier echt festgestellt, wie rasenschonend der Mäher wirklich wendet. Omni steht hier für omnidirektional. Das heißt, der Mäher kann sowohl natürlich vorwärts und rückwärts fahren, aber durch diese Rollen hier auch seitwärts. Und das macht das Wenden natürlich besonders rasenschonend. Ja, wo der Luba 2 wirklich gar keine Konkurrenz hat, ist die angegebene Mähbreite. Und ich hatte das hier auch nochmal nachgemessen, das sind ziemlich exakt 40 cm. Das ist schon eine ordentliche Hausnummer. Ja, wovon ich richtig beeindruckt bin, ist die maximale Steigung, die der Luba 2 erklimmen kann. Und hier gibt Mamotion 80% an. Ich kann euch das mal hier ein bisschen zeigen an einer etwas steileren Rampe. Die fährt er wirklich ohne Probleme hoch. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich gerade wieder rückwärts fahre. Ja, also überhaupt kein Problem. Und ich werde jetzt noch mal ein bisschen steiler stellen. So, ich bin mal gespannt. Könnte jetzt natürlich sein, dass der Bumper die Schaltafel berührt. Dann wird es natürlich nicht funktionieren. Deswegen fahre ich mal langsam. Ja, das hat er schon mal geschafft.
Guck mal, die Schaltafel ist wirklich mega glatt und der geht da ohne Probleme hoch. Jetzt muss ich allerdings mal korrigieren. Ah, ich will den jetzt echt nicht da runterstürzen. So, kriegen wir noch ein Stück hin? Also das ist wirklich faszinierend. Überhaupt kein Problem, so eine Steigung. Ja, und bedenkt, das ist eine Schaltafel. Also eigentlich die schlechteste Bedingung, super glatt. Das habt ihr natürlich im Garten nicht. Da habt ihr nochmal deutlich mehr Grip bei so einer Steigung, wenn der Rasen ist. Ein Wort zur Schnitthöhe, die könnt ihr wirklich nur über die App einstellen. Und zwar im Bereich von 25 mm, das ist also das Minimum, und maximal auf 70 mm. Also ihr könnt auch den Rasen oder eine Wiese sehr hoch lassen. Das finde ich auch sehr interessant für alle, die eher so eine Wildblumenwiese haben möchten, wo auch mal ein Gänseblümchen oder ein Löwenzahn drin gedeihen kann. Da könnte man also hier locker 70 mm einstellen, kein Problem. So, da wir hier eine relativ kleine Rasenfläche haben, habe ich mich natürlich für das kleinste Modell entschieden, das ist die 1000er-Variante. In Deutschland bekommt ihr neben der 1000er-Variante die 3000er und die 5000er-Variante. Ja, und die Zahl steht letztendlich für die Quadratmeteranzahl. Also mit der 5000er-Variante könnt ihr eine Rasenfläche von 5000 Quadratmetern bewirtschaften. Ja, unterscheiden sich die Varianten großartig voneinander? Nein. Der einzige Unterschied ist wirklich die Akkukapazität, das heißt, der hier ist mit einem kleineren Akku ausgestattet und der 5000er hat natürlich die größte Akkukapazität. Ein Unterschied gibt es doch noch, wenn ich das recht verstanden habe, und zwar die Mähzonenanzahl. So können wir hier bei der 1000er Variante 10 verschiedene Zonen anlegen und bei der 5000er Variante, wenn ich mich nicht täusche, sind es sogar 30 Mähzonen. Das heißt, ihr habt verschiedene Rasenflächen in eurem Garten. Überhaupt kein Problem. Der Mäher fährt dann eigenständig zu der nächsten Rasenfläche. Da müsst ihr dann einmal vorher den Weg einprogrammieren. Dann fährt er immer diesen Weg zu der nächsten Mähzone. Was auch möglich ist, falls der Mäher eben eine andere Fläche nicht erreichen kann, weil zum Beispiel eine Mauer oder eine Treppe im Weg ist, dann könnt ihr den Mäher nehmen und einfach von A nach B tragen und dann mäht er auch diese Fläche ohne Probleme. Dann noch ein paar Worte zur Hinderniserkennung. Da will ich jetzt auch gar nicht zu detailliert drauf eingehen, denn das will ich mal testen, ob das wirklich so klappt. Der Luber hat drei verschiedene Mechanismen. Und zwar haben wir einmal hier oben eine Kamera, beziehungsweise sind es zwei Kameras. Und dann hat er außen und vorne hier eine Ultraschallsensorik und zu guter Letzt den Bumper. Wenn er ein Hindernis trifft, wenn die anderen zwei Systeme versagt haben, dann stoppt er automatisch. Und wie oder ob das in der Praxis überhaupt funktioniert, finden wir gleich mal im Test heraus. Ist euch wahrscheinlich aufgefallen, wir hatten die Station am Anfang etwas näher an der Halle dran und da haben wir festgestellt, dass das so ein bisschen das Signal stört. Also mein Tipp, stellt die Station so frei auf wie möglich, keine Bäume, nicht in der Nähe von Häusern. Das hat sich darin bemerkbar gemacht, dass der Mäher so ein paar Ortungsprobleme manchmal hatte. Ich hatte das Gefühl, der wusste nicht wirklich, wo er ist. Dann haben wir die Station ein Stück weggestellt vom Gebäude und dann war es überhaupt gar kein Problem mehr. So, dann kommen wir mal zur ersten Inbetriebnahme. Das hat sich wirklich als sehr, sehr einfach herausgestellt. Man fährt dann praktisch den Mäher ferngesteuert einmal entlang eurer Rasenfläche, also entlang der Grenze. Da speichert er sich dann ganz einfach ein und ihr habt dann in der App nachher so eine Karte von eurer Rasenfläche und da steht dann auch drin, wie groß die ist. Und er kann dann auch ganz einfach errechnen, wie lange er braucht, um diese Fläche eben zu mähen. Wenn ich euch einen kleinen Tipp dazu geben darf, versucht nicht am Anfang an direkt eure Fläche einzuspeichern, sondern nehmt den Mäher und steuert den erstmal so ein bisschen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie er sich verhält. Ist von der Steuerung super einfach, aber ich bin wirklich das erste Mal hier rundherum gefahren und hatte die Steuerung natürlich nicht ganz drauf und musste es dann ein zweites Mal machen. Ja, nochmal ein Wort zu den Mähzonen. Was ich einen riesigen Vorteil finde, ist, dass ihr pro Mähzone unterschiedliche Parameter eingeben könnt. Das heißt, wenn ihr irgendwie einen etwas wilderen Teil habt, einen wiesenartigen Teil, dann stellt ihr da ein, dass ihr das da auf 7 cm mähen soll. Und wenn ihr da eine Zone habt, wo ihr einen Zierrasen habt, dann könnt ihr da eben einstellen, dass er da 2,5 cm mähen soll. Das finde ich sehr stark, dass die App das hergibt. Das kann man da wirklich pro Mähbereich einzeln hinterlegen. So, da ich noch keine Drohne habe, habe ich mal hier die größte Leiter rausgesucht. Ich wollte euch mal zeigen, wie das jetzt ausschaut, wenn man den Mähvorgang startet. Und ich werde da gleich mal eine Zeitraffer rausmachen. Ja, ihr habt eure Rasenfläche kartiert, beginnt nun den Mähvorgang und meiner Meinung nach verlässt der Luber 2 die Station in einem zufälligen Winkel, trifft also irgendwo auf die Grenze und sobald er die Grenze erreicht hat, fängt er an, eine Runde zu fahren. Ihr könnt auch programmieren, wie viele Patrouillenrunden, so wird es in der App genannt, er machen soll. Also er kann auch mehrere Runden fahren und zieht dann die Runden immer enger, das macht manchmal schon Sinn.
Ich habe es jetzt hier bei meiner Fläche mit einer Patrouillenrunde, das funktioniert super. Ich hatte es aber auch mal probiert mit drei Patrouillenrunden. Das geht alles, dann dauert es halt vom Mähen etwas länger. Jo, und wenn er dann die Patrouillenrunden abgeschlossen hat, dann fängt er an zu mähen und das könnt ihr hier jetzt schön sehen. Nicht mehr im Chaosprinzip, also irgendwie sieht es halt immer wirklich schicker aus, die Rasenfläche, wenn er das in sauberen Bahnen fährt. Und das macht er jetzt bei mir parallel zu der Randeinfassung, wo auch die Station steht. Ihr könnt das aber auch einstellen. Ihr könnt sogar nachher nochmal einstellen, dass er versetzt fährt. Und wie gesagt, diesen Winkel, wie er die Fläche mähen soll, könntet ihr theoretisch auch in der App einstellen. Mir ist es vollkommen egal. Hauptsache, der mäht die Rasenfläche und für mich auch gerne so schnell wie möglich. So, Freunde, jetzt werden wir mal testen, ob das mit der Hinderniserkennung wirklich so gut klappt. Ich fange mal an mit einem leichten Test. Ich hoffe, der besteht den. So, ich würde sagen, den ersten Test hat er mit Bravour gemeistert. Der hat gestoppt, bevor er mich berührt hat. Das heißt, entweder hat die Kamera mich erfasst oder die Sensoren. Ich habe auf jeden Fall alle Mechanismen aktiviert, also alle drei Kontrollmechanismen. Jetzt machen wir mal eine Stufe härter, indem ich einfach einen kleineren Gegenstand aufstelle. Also er hat den gerammt, aber ich muss sagen, er hat vorher schon die Geschwindigkeit genommen und das war jetzt ein bisschen gemein von mir, weil ich den eigentlich nur so ganz knapp in seine Bahn reingestellt habe. Und ich muss sagen, der Eimer ist super leicht und der Bumper hat trotzdem ausgelöst. Also ich denke, damit kann man auch zufrieden sein. Ich werde das Ganze jetzt nochmal mit dem Eimer machen, beziehungsweise vielleicht kann ich ihn auch einfach hier stehen lassen. Weil jetzt müsste der zentral in der Bahn stehen, wenn ich das richtig sehe. Interessant auch, wie er rumfährt und dann genau da wieder in die Bahn reingeht, sage ich mal, wo er hätte eigentlich langfahren müssen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jo. Er hat den Eimer diesmal nicht gerammt, weil er wahrscheinlich zentral in der Bahn stand. Hat er sehr gut gemacht. Jetzt wendet der, macht einmal so einen Kreis. Meines Erachtens hätte er den Kreis jetzt auch ein bisschen kleiner ziehen können, aber kann ich ihm jetzt hier nicht ankreiden. Sicher, sicher. So einen halben Meter hat er jetzt ausgelassen ungefähr. So, nächstes Szenario. Äste liegen im Weg. Ja, mit den Ästen muss ich sagen, war jetzt gemein. Ich habe sehr kleine Äste auf den Boden geschmissen. War zu erwarten. Er hat es ja auch nicht erkannt. Also er hat die Geschwindigkeit nicht verringert. Wir probieren das Ganze nochmal, wenn wirklich so ein Ast, so ein Büschel runterfällt mit richtig Laub dran. So, jetzt werden wir es mal nochmal probieren. Bitte, 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 bitte. Ja. Also ihr seht das, wenn das Astwerk ein bisschen größer ist, erkennt er das sehr gut. Und jetzt wird er das auch wieder umfahren. Also Fazit zu dem ganzen Asttest, das ist ja so ein Szenario, was immer im Garten vorkommt und einfach mal passieren kann. Also grundsätzlich würde ich immer sagen, schaut, dass ihr Äste abräumt. Kleinere Äste sieht er nicht, kann ich ihm hier aber auch nicht wirklich ankreiden. Größere Äste nimmt er wunderbar wahr. Also ich denke, den Test hat er auf jeden Fall bestanden. Das hätte mich jetzt sehr überrascht, wenn er solch kleine Äste wahrgenommen hätte. So, wir gehen mal einen Schritt weiter. Ich habe mal den Elefanten-Boss rausgeholt. Der ist ja deutlich kleiner als so ein Eimer. Und ich werde den mal frontal vor den Mäher stellen und gucken, ob er den wahrnimmt. Also das muss ich jetzt sagen, hat der Mäher sehr clever gelöst. Ich habe den Elefanten hier relativ knapp zu diesem Gemauerten hingestellt und dann hat er wohl erkannt, dass er hinten nicht mehr wenden kann und hat einfach direkt kehrt gemacht und fährt jetzt die Bahn neu. Jetzt müsste er dran vorbeifahren, weil er nicht im Bereich steht. Das macht er auch wunderbar. Ich versuche das Ganze nochmal. Er umfährt das Hindernis wieder und ihr könnt ja auch hören, wie er wirklich das Mähwerk vorab ausschaltet. Die Sensorik nimmt den Elefanten wahr, er fährt da nicht gegen, er kennt das Hindernis wieder,
schaltet wieder das Mähwerk aus, positioniert sich neu und jetzt schaltet das Mähwerk wieder ein. So Freunde, ich reiche nochmal einen Test nach, weil mich die Thematik halt selber auch sehr interessiert. Thematik Igel. Klar kann ich jetzt keinen Igel fangen und hier der reellen Gefahr aussetzen, will ich ja auch gar nicht, aber ich wollte es mal mit einem kleinen Gegenstand hier mit so einer Flasche austesten. Ich habe jetzt die Sensorik alle drei aktiviert, also alle drei Hinderniserkennungssysteme sind an und ich bin mal gespannt, ob der hier so eine Flaschengröße erkennt. Ich stell die hier ab, werde mich jetzt auch entfernen. Nicht, dass ihr denkt, er erkennt mich, wenn er die Flasche denn erkennt. Oha, das hätte ich jetzt nicht gedacht, er ist langsamer geworden. Ja, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich hätte jetzt gedacht, er sieht die Flasche nicht, weil die doch sehr klein ist. Aber checkt jetzt nochmal. Der kann ja nicht erahnen, wie lang oder wie groß das Hindernis ist. Checkt also nochmal gegen, wendet dann immer nochmal ein Stück und guckt dann, ob er das Hindernis wirklich umfahren hat. Und das macht er gerade und das finde ich auch super. Und jetzt ordnet er sich wieder ein hier. Ja. So, jetzt werfe ich die Flasche nochmal in seinen Weg. Da hat er aber wahnsinnig schnell drauf reagiert, muss ich sagen. Ja, beim Wendemanöver bin ich übrigens der Meinung, dass das Mehrpunkt-Wendemanöver die bessere Variante ist. Das sehen viele anders, aber ich habe das hier mal beobachtet. Und ich finde dieses Vor- und Zurückfahren viel besser, als wenn er auf der Stelle wendet. Das hatte ich ja am Anfang auch mal getestet und ich muss sagen, das Wendemanöver, meiner Meinung nach, ist es noch rasenschonender. So Freunde, vielleicht an der Stelle ein kleines Fazit zur Hinderniserkennung. Ich muss sagen, der Luba erkennt Hindernisse wirklich sehr, sehr gut und zuverlässig. Es ist natürlich die Frage letztendlich, wie groß ist der Gegenstand. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn man so Obstbäume oder sowas hat und da fallen Früchte runter, dass er die dann vielleicht nicht ganz erkennt und auch mal drüber fährt, aber ihr habt es ja gesehen, sobald er irgendwie angehoben wird, das heißt, er fährt mit der Vorderachse irgendwo drauf, die wird angehoben dann in dem Moment, dann hört er ja sofort mit dem Mähen auf. Und ich muss sagen, das ist wirklich eine super Sache. Und gerade so was Thematik Igel angeht, glaube ich, dass der Luba da schon einen ganz, ganz großen Schritt in die richtige Richtung macht. Natürlich, ich will jetzt nicht sagen, dass der Igel sicher ist. Ich kann es ja letztendlich jetzt auch nicht im kleinsten Detail testen. Es kommt ja auch immer darauf an, in welchem Winkel fährt der Luba auf das Hindernis? Ist das mittig vom Meer? Ist das eher seitlich? Das sind natürlich alles so Parameter, die das Ganze beeinflussen. Ja, zur ganzen Igel-Thematik würde ich schätzen, dass der Luba wirklich einer von den Rasenrobotern ist, bei dem es zu den wenigsten Unfällen kommt. Und das liegt halt hauptsächlich auch daran, dass er eben sehr effizient mäht. Das heißt, ich stelle halt eine Patrouillenrunde höchstens ein und dann soll er das einmal abfahren, dann ist die Zeit, die er auf dem Rasen verbringt, die ist ja super gering, viel, viel geringer als die Mäher, die im Chaos-Prinzip fahren. Und deswegen nochmal, ich glaube, der Luba macht da einen großen Schritt in die richtige Richtung. Und wenn die Firma Memotion zusätzlich in der Lage ist, auch die Sensorik so ein bisschen feiner einzustellen, dann glaube ich fast, dass die Igel-Problematik in der Zukunft irgendwann komplett, ja, gelöst ist. Fazit zur Genauigkeit, also wie genau fährt er die Bereiche ab, muss ich sagen, ich würde sagen auf 5 cm genau. Ich habe den am Anfang so eingestellt, beziehungsweise bin mit dem rumgefahren, dass er wirklich immer auf dem Kantenstein ist und das macht er jetzt bei den folgenden Mähgängen auch immer. Also ich muss sagen, super akkurat. Ja, in dem Bereich haben wir ja unsere hochstehende Kante hinten, das nimmt er sogar auch als Hindernis wahr, wenn er frontal drauf zufährt, wird dann immer langsamer und eckt da eigentlich auch nie gegen an. Dann Feedback zu Innenecken. Hier könnt ihr ja mal sehen, was passiert. Ich bin da jetzt im Versuch super nah in die Ecke reingefahren, auch gerade, weil ich eben wollte, dass er so viel wie es geht von der Ecke mitmäht. Und das schafft er auch sehr gut. Lediglich dieses letzte Stück hier in der Ecke, das schafft er nicht. Bei der Kartierung bin ich so vorgegangen, gerade reingesteuert, fast gegen den Stein, wieder zurück, Wendemanöver, sodass er den Bereich hier schon wieder mitmäht. Also das hat sehr gut geklappt. Bei der Kartierung der Außenecken habe ich natürlich bewusst einen größeren Abstand gelassen. Hier müsste ich auch noch eine Mähkante nachrüsten, das habe ich nicht gemacht. Aber auch hier eckt er nicht an. Also das macht er wirklich auch sehr gut. Natürlich bleibt hier dann ca. 15 bis 10 cm Rasen stehen. Ja, in Bereichen, wo Wege sind, habe ich den bewusst immer richtig deutlich überfahren lassen, sodass er hier auch wirklich die Ecken mitmäht. Das klappt wirklich astrein. Ein kurzer Hinweis noch, ihr könnt den Mäher auch manuell bedienen, also nicht nur fahren. Ihr könnt also auch die Fläche
komplett manuell abfahren und dabei den Rasen mähen. Ja, ich bin gerade noch mal eine Runde spazieren gegangen, die Sonne geht gleich unter. Ich wollte euch nämlich noch unbedingt zeigen, wie gut der Luber auch mit hohem Gras zurechtkommt. Das habt ihr jetzt, glaube ich, ganz eindrucksvoll gesehen. Es macht ihm eigentlich keine Probleme. Und das Gute ist auch, sollte das Gras mal doch zu hoch sein, sodass der Motor einfach zu überlastet ist, dann merkt der Luber das und schaltet das Mähwerk aus. Und weil ich keine Lust hatte, die 18 Kilo hier durch die Gegend zu tragen, habe ich hier einfach die Geschwindigkeit erhöht, das Ding ferngesteuert. Dann fährt er 1,2 km/h und das ist schon eine ganz ordentliche Geschwindigkeit. Ja, dann werfen wir noch mal eben kurz einen Blick in die App und ich muss sagen, es gibt da so viele Einstellungen und das ist auf der einen Seite wirklich sehr, sehr gut, weil ihr könnt da so viele Parameter mit beeinflussen, wie der Mäher mähen soll, ob er bei Regen mähen soll, die Schnitthöhe, in welchem Muster der fahren soll, soll er zweimal fahren, die Patrouillenrunden und damit kann man das Ganze natürlich super auf seine eigenen Verhältnisse bzw. den Rasen anpassen. Da lässt sich alles einspeichern, Mähplan. Und das ist eine große Stärke dieser App. Was ich so ein bisschen verbessern würde, ist, dass man die Sachen intuitiv vielleicht ein bisschen besser anordnet bzw. kategorisiert. Ich suche manchmal was und muss mich erstmal in der App zurechtfinden. Das hätte ich einfach noch ein bisschen übersichtlicher gestaltet, aber das ist auch wirklich ein Meckern auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ein Punkt, den ich euch natürlich nicht verschweigen möchte, ist der Preis, aber den muss man auch nicht verstecken, denn der Preis, also ich finde die Preise super fair, wenn man sich mal mit der Konkurrenz so ein bisschen beschäftigt und was die mehr teilweise können, denke ich, ist es ein sehr, sehr, sehr fairer Preis. Ich verlinke euch mal in der Videobeschreibung und hier in den Kommentaren den Shop. Das ist ein Affiliate-Link, das heißt, wenn ihr was kauft, bekomme ich eine kleine Provision. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein anderes Angebot irgendwo seht, was günstiger ist, schlagt natürlich auch da gerne zu. Das Modell, was ich habe, der AWD 1000, kostet zurzeit 2199 Euro. Der AWD 3000 kostet 2599 Euro. Und die 5000er-Variante liegt bei 2999 Euro. Nach meinem Ermessen finde ich ein super fairer Preis, aber vergleicht das gerne mal mit Konkurrenzprodukten. So, Freunde, dann kommen wir jetzt zum Ende des Videos und ich möchte abschließen mit einem kleinen Fazit. Und ja, ich bin ja nun schon eine etwas längere Zeit im Gartenlandschaftsbau tätig und so ist das Thema Mähroboter für mich natürlich nicht neu. Und ich habe praktisch die Entwicklung mitgemacht von den ersten Versuchen bis hin zu der heutigen Technologie und da ist natürlich wahnsinnig viel passiert. Und erstmal grundsätzlich zu der Thematik Begrenzungsdraht und GPS-Technologie. Ich glaube, da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster, aber ich glaube, diese Begrenzungsgrad-Technologie, also diese klassische Methode oder Arbeitsweise, die wird immer weiter in den Schatten gedrängt werden. Und ihr habt ja gesehen im Video, wie gut das mit der GPS-Technologie funktioniert, wie akkurat der Mäher da wirklich gefahren ist, rangiert ist. Da muss ich einfach sagen, das klappt ja wunderbar. Wofür brauche ich überhaupt noch einen Begrenzungsgrad? Also ich sehe da überhaupt keine Vorteile. Dann zum Luber 2 an sich und ich muss sagen, ich bin echt ein Fan. Natürlich gibt es Sachen, die ich verbessern würde, die hätte ich angesprochen. Das ist einmal die Übersicht in der App. Und natürlich würde ich mir wünschen, dass der Luber noch besser Hindernisse erkennt, aber er kann es ja schon sehr, sehr gut. Also ich habe an dem Luber 2 wirklich auch große Freude, weil ich bin selbst so ein Technik-Fan und ich finde es einfach faszinierend, wie gut das ganze System funktioniert. Ja, die Punkte nochmal kurz zusammengefasst, wo der Luber meiner Meinung nach wirklich super gut abschneidet und teilweise auch ohne Konkurrenz dasteht. Und das ist zum ersten die Geländetauglichkeit, also diese Steigungen, die er bewältigen kann. Auch die bewegliche Vorderachse, das ist einfach super. Also da kommt er mit jedem Terrain eigentlich klar. Das habe ich auch außerhalb unserer Rasenfläche, die ja sehr eben war, feststellen können. Da war es ja eben nicht mehr so eben. Dann ist da hier und da mal ein Mauroshaufen, da liegt mal ein kleinerer Ast. Und das wird alles über diese bewegliche Vorderachse super gut aufgefangen. Ja, Punkt 2 ist für mich das rasenschonende Arbeiten, weil da kommen andere Mähroboter auch nicht so gut klar. Auch im Bereich der Basis ist es halt super, dass ihr die wirklich auch, ihr könnt die theoretisch sehr weit von eurer Rasenfläche wegstellen
oder in irgendeinem Bereich, wo man die nicht sehen kann, wo der Luber dann versteckt steht, dann könntet ihr das einstellen, dass er zur Rasenfläche fährt und dann arbeitet und ihr habt eben keine Belastung des Rasens wie bei anderen Rasenrobotern, die irgendwie seitlich stehen oder die nochmal großartig wenden müssen. Er fährt einfach geradeaus raus, sucht sich eine Stelle am Rand und fängt an zu mähen. Ja, beim Thema Rasenschonen muss man natürlich die Omni-Räder auch nochmal erwähnen. Da muss ich sagen, bin ich wirklich überzeugt von. Hier wird die Zukunft natürlich zeigen, ob sich diese Rollen vielleicht auch mal zusetzen, dass sie dann vielleicht doch nicht mehr so beweglich sind. Aber dazu kann ich jetzt nichts sagen. Es hat bis jetzt wirklich immer super gut funktioniert. Ja, und dann kommen wir zu Punkt 3, der meiner Meinung nach nochmal besonders erwähnenswert ist. Und dazu hatte ich in dem Video eigentlich auch noch gar nichts gesagt. Das ist die Effektivität des Mähens. Ja, dieses Mähen in Bahnen und wie auch der Luber fährt, der überlegt sich ja vorher einen Mähplan. Das ist super effektiv. Für meine Fläche hier, die ihr gesehen habt im Video, die beträgt 62 Quadratmeter. Wenn ich eine Patrouillenrunde einstelle und ein einmaliges Mähen in Streifen, also nicht nachher nochmal einen versetzten Mähgang, dann braucht er dafür 19 Minuten. Und das ist wirklich schon eine beeindruckende Zahl. Durch diese Effektivität, die er eben an den Tag legt, verglichen zu einem Mäher, der, sag ich mal, chaotisch über die Flächen drüber fährt, ist natürlich auch minimiert, dass irgendwas passiert. Sei es, ob er irgendwas rammt, was kaputt macht, sich festfährt oder einen Igel oder sowas verletzt, der sich vielleicht gerade zufällig auf der Rasenfläche befindet. Da muss ich sagen, ist die Chance natürlich hier bei diesem Prinzip, dass er in Bahnen fährt, viel, viel geringer als bei einem Mäher, der jetzt viel, viel länger braucht und viel, viel länger fährt. Und ein Vorteil, den man bei dem Mähprinzip auch hat, ist, dass man den Mäher ja vom Rhythmus her auch gar nicht so oft fahren lassen muss. Also ich werde es mal mit zweimal die Woche probieren in der Saison. Außerhalb der Saison reicht einmal locker aus, damit das Schnittgut auch eben entsprechend gemulcht wird. Es ist ja immer zu vermeiden, dass zu große Halme auf dem Boden liegen bleiben. Deswegen sage ich, ab jetzt soll der mal so zweimal die Woche mähen. Und ich bin mal gespannt, wie sich so das Rasenergebnis verbessern wird. Ja, mein Fazit zum Luber nach der ersten Testphase. Ich habe natürlich jetzt noch keinen Langzeittest, den werde ich aber auf jeden Fall nachreichen. Dann können wir nochmal gucken, ist das so geblieben? Sind meine Erwartungen so? Hat sich doch irgendwas verändert? Das würde ich natürlich dann auch offen und ehrlich kommunizieren. Aber vielleicht mal so in einem Satz zusammengefasst. Ich bin wirklich mega begeistert von dem Luber. Es macht super viel Spaß zu sehen, wie gut das wirklich in der, nicht nur in der Theorie funktioniert, sondern letztendlich auch in der Praxis. Und ich glaube, ich darf dieses Urteil fällen, weil ich wirklich seit über 10 Jahren mit der Materie zu tun habe und wirklich verschiedenste Modelle über längere Zeiträume beobachtet habe und damit auch gearbeitet habe. Der Luber 2 ist momentan wahrscheinlich einer der besten Mähroboter, die es überhaupt auf dem Markt gibt. Potenzial nach oben gibt es natürlich immer und so ist auch gut, dass es auch immer Konkurrenz gibt auf dem Markt. Konkurrenz belebt das Geschäft. Ja, aber so ist es meiner Meinung nach. Der Luber 2 setzt die Messlatte wirklich sehr, sehr hoch an für die Konkurrenz und der spielt da wirklich ganz, ganz oben mit in der Königsklasse. So ist es einfach. Das zeigt ja letztendlich auch nicht nur mein Test, sondern verschiedene Testberichte und Testvideos, wo das Ganze ein ähnliches Ergebnis findet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Falls ich irgendeine Frage, die bei euch im Kopf schwirrt, noch nicht beantwortet habe, dann nutzt gerne die Kommentarfunktion. Ich freue mich natürlich auch so über euer Feedback. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage wie immer, bis zum nächsten Mal. Bleibt alle bitte gesund und munter.